Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Servervorstellung, diesmal von skyfade.de. Ja, doch D. Scheinbar ist er offen, es sind 20 Spiele drauf. Auch ein YouTuber, nochmals ein YouTuber. Cool. Gibt also schon sicher mehrere Vorstellungen. Oder einfach Live-Gameplay. Und ja, viele haben Rüstung an, ich ziehe sie auch mal an. Und fürs Scheinschwert cool. So. Sieht echt richtig stimmig aus. Sogar noch. Was ist das da oben? YouTuber unter sich. Okay. Item bekommen. Oh. Schauen wir mal kurz da an. Was ist das, ein Vogel? Ein Drachen? Nicht schlecht. Also echt super. Ah, da unten hätten wir Inseln. Und ja, Sky PvP ist das Thema. So, die sind ja noch leicht, die Sprünge, wenn man es schaffen würde. Ja, dann fliegt man einfach runter. Ganz runter. Und ja, hat die Angst nicht mehr, aber gut. Das ist einfach das Beginner. Ich mache jetzt natürlich nicht Profi-PvP. Ich mache jetzt Jump'n'Runs. Okay. Mich killen dann sofort Leute. Also lieber abhauen. Es ist dunkel und ich habe keine Möglichkeit, irgendwas zu finden gerade. Es werden wahrscheinlich Items spawnen oder so. Aber ich sehe jetzt gerade hier nichts. Immerhin bin ich ein bisschen geübt, Minecraft zu spielen. Mit meinen vielen Let's Plays und so Projekten. Ja, ohne Waffe ist natürlich nicht gut, PvP. Deshalb gehe ich mal allen aus dem Weg. Man muss irgendwie wahrscheinlich etwas holen. Hüpfe einfach mal nochmals runter. Und schau, dass ich irgendwas bekomme. Okay. Keine Ahnung, wie man sonst drauf kommt. Es gibt gerade auch kein Tutorial scheinbar. Außer vielleicht mit einem Befehl. Ja, ich habe irgendwie gerade nicht die Möglichkeit, etwas nochmal zu bekommen. Job. Ringe, Richter, Gutscheine. Gutscheine. Aha. Mit Gutscheinen bekommt man dann wahrscheinlich wieder Ausrüstung. Das ist für mich halt als Nicht-PvP-Spieler nicht gerade so leicht. Ja, also wir sammeln irgendwie Coins und Coins sieht man rechts, okay. Aber wie man jetzt an Ausrüstung kommt wieder, weiß ich nicht. Drin? Bin ich auf. Also hier ist Befehle, Kit. Ah, okay. Kit. Dann YouTuber-Kit. Können wir das auswählen? Ja, keine Rechte. Keine Rechte, keine Rechte, keine Rechte. Normales Spiel. So. Jetzt haben wir die Sachen wieder. Ich möchte gerne die Enderperlen auf die 2 legen. Und dann können wir jetzt nochmal versuchen, aber ich bin so schlecht, also ja. Gegen Monster bin ich eigentlich relativ gut. Ich warte mal kurz auf die 2 YouTuber. Die wollen nicht. Der eine ist schon. Ist der andere jetzt hin?
Ja. Hä? Niemand hat Lust. Ich gehe jetzt einfach rum zu und lass mich töten. Jetzt greife ich den an. Nein! Mist, ich bin zu spät gehüpft. Ich habe mich selber umgebracht. Okay, nochmal. Kit. Ich glaube, ich bin ja ein Bogenschütze. Ich mache mal ein bisschen Bogenschützen-Action. Ich bin so schlecht. Du hast keine, du musst sterben. Keine Rüstung. Stirb doch einfach schnell genug. Ich habe einen getötet! Oder nein? Ich habe ihn nicht getötet, schau. Ich snipe einfach, also ich habe jetzt keine Lust da die ganze Zeit. Nein, ich mach's natürlich das schon so richtig. Ich rette die anderen. Es ist irgendwie am Lecken, oder? Ja, sicher. Die wissen ganz genau, wann sie schlagen müssen. Ich bin so ein Noob, ey. Ja, man stirbt einfach. Also, sie sterben. Genau, ich verarsche sie ein bisschen. Wie den anderen. Der hat Low Life. Ja, sicher! Ah, was ist denn das für ein Knockback? Ja, ihr merkt, ich bin nicht so der PvP-Spieler. Ich nerv mich natürlich schon ein bisschen schneller, weil ich natürlich auch nicht niemals die Skills habe von anderen. Aber gut, wir machen nochmals eine Action. Du darfst da nichts reintun, okay? Papa Schlumpf. Fertig! AFK-Player brauchen wir nicht. Mann, das ist so komisch mit diesem Knockback. Also viele haben irgendwie Knockback-Ausrüstung. Da hat man natürlich keine Chance. Ja, sicher. Hey, hallo. Ich will wieder hoch. Nein, nein, machst du nicht. Nein, nicht immer auf mich. Hallo. Das ist jetzt ein bisschen doof gelaufen, dass ich da runtergefahren bin. Ich mache lieber die. Ja. Fertig da. Ach komm, ich bin zu spät. Hä? Kann das sein? Nein, nein. Nicht. Nicht runter. Das ist ein bisschen. So. Ja, immerhin angetroffen. Aber was ist jetzt genau die Sache? Einfach nur PvP ohne Items finden, ohne ja, taktisch spielen und einfach die, die schon besser weiter sind, haben die bessere Ausrüstung oder man kann es halt einfach spielen. Ist jetzt für mich ja, noch in Ordnung natürlich. Die Leute müssen ja auch belohnt werden, die mehr spielen. Und ja. Aber jetzt gerade die Chance, jemanden zu töten, zu zeigen, dass jemand stirbt. Boah, diese Souls sind nervt. Oh, ja, danke direkt. Ist natürlich nicht so toll. Also, ja, Knockback ist zu viel, habe ich irgendwie das Gefühl. Ja, die Inseln sind eigentlich cool, dass man wirklich einen mit einem Schlag runterwerfen kann. Aber am besten so machen, dass wenn jemand so runterfällt, jetzt nicht genau den ganzen Loot bekommt. Also, ja, dass man weniger Boni bekommt, oder? Das wäre noch ein Kritikpunkt. Ja, genau. Und, eigentlich eben ziemlich alles sonst positiv. Ich habe jetzt wirklich sonst nichts zu nörgeln. Es ist wirklich noch am Anfang. PvP ist immer auf einer Linie, ja, unfair auf einer bestimmten, ja, Sache, oder? Aber man wird stärker, man wird schlauer und
Ich denke, das wird sehr vielen Leuten Spaß machen und anlocken. Ich hoffe einfach, dass die vielen Leute nicht irgendwie das Leid sind, natürlich jetzt schon wieder einen PvP-Server zu haben, der relativ gleich funktioniert. Ich denke aber, es gibt noch nicht so viele solche Server mit Inseln. Also ich kann zuversichtlich wahrscheinlich reinschauen in die Zukunft von Skyfade und hoffe, dass ihr Spaß habt, dass ihr dass die Owner Erfolg haben und die Admins und auch die Spieler natürlich Erfolg haben. Genau. Und ja, es gibt einfach noch zu wenig zu zeigen. Also mache ich jetzt eigentlich das Video zu einem Ende, zum Abschluss. Es wird sicher nochmals ein Video geben von diesem Server. Und ja, schaut am besten noch andere Videos an von vielleicht mehr Experten, wo mehr sagen können über PvP. Weil ich bin halt einfach nur der Schönbauer und Rollenspieler und nicht so der PvP-Spieler. Deshalb einfach meine Kritik eigentlich zu, ja, 8, ja, 9/10 eigentlich schon gut. Und ja, wünsche euch einen schönen Abend und ja, bis zur nächsten Serververstellung einfach reinschicken. Und falls ich mal ein bisschen mehr kritisieren soll oder ein bisschen mehr loben soll, schreibt es einfach in die Kommentare. Aber eben, es ist meine Meinung. Ich sage das jetzt einfach auch, damit ihr nicht meint, ja, ich würde jetzt den Server gerade runter machen oder den Server loben. Es ist meine Meinung, wie ich vom Server, also was ich vom Spieler sozusagen halte und nicht aus Werbegründen oder sonst irgendwas. Gut. Also, DSBär B4R. Gibt recht gut. Ne, viele YouTuber jetzt. Die haben natürlich den Rang auch verdient, wenn sie Video da machen von dem Server. Und ja, ich brauche es ja nicht, weil ich noch selber Vorstellungen mache. Gut. Tschüss zusammen. Bis zum nächsten Video. Tschüss.